Das sieht aus wie irgendein Rätsel für mich. Okay. Ich gehe erstmal das ganze Ding ab, um es aufzudecken. Weil jetzt gerade eben habe ich es rot gemacht. Jetzt ist es wieder grün. Muss ich die Druckplatten in einer bestimmten Reihenfolge drücken? Nein, irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Will mal was ausprobieren. Jo, habe ich mir fast gedacht. Wir dürfen jede Druckplatte nur einmal betreten, so wie es aussieht. Weil sobald wir das zweite Mal betreten, wird sie rot. Mhm. Wir starten hier. Und wir müssen da rauskommen. Also wenn ich so lang gehe... Hier hoch, da lang. In der Nische ist keine Druckplatte, oder? Nein. Gut. Wahrscheinlich muss ich hier da einmal laufen oder alles ablaufen bis auf die Nische. Also so. Dann hier hoch, hier runter, weil... Oh, so geht das, oder? Ich war doch auf jeder einmal. Ach, hier ist der Ausgang, nicht da bei der Leuchte, ich Depp. Ich muss also hier als letztes drauf landen, okay. Und hier war ich ja auch nicht drauf. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Okay. Das, das, das. So. Dann hier rum. Hier lang. Hier runter. Ha. Boah, was ist das für ein Schild? Ach du Heiliger. 33%ige Blockchance, Blockamount, das ist okay, aber... Ja, 111 Integrity, aber plus 1 auf all... plus 3 auf... Unity Shield. I remember Runcroft complained about nested prefabs when we were trying out the shield. God knows what the old tinkerer really meant. Only he could understand himself. Sometimes. Das ist ein geiles Schild, aber echt... Jetzt noch die beiden Schilde austauschen. Das ist auf jeden Fall schön. Gut, damit hätte ich das erledigt. Ich könnte mich da drin umsehen. Ah, hast du mich erschreckt, du Pumpe. Ich dachte, da wären Gegner aufgetaucht. Da leuchtet was. Das hier geht gar nicht auf. Jedenfalls nicht von hier aus. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Das hier geht auch nicht auf, haben wir festgestellt. Elevator Machine Room geht auch nur von der Seite da drüben auf. Wahrscheinlich müssen wir da einmal rum für...
Gut, okay. Das heißt, da ist Sackgasse. Das heißt, es bleibt uns noch der Weg hier übrig. Weil, wie gesagt, nach Hause gehen können wir nicht. Wir müssen nämlich da, glaube ich, den Elevator anschalten. Ich habe aber so viel Schiss, da reinzugehen. Eine Turret, die ist jetzt... nicht so schlimm. Au. Okay. Doch, das ist alles ganz schlimm hier. Oh nö. Danke, dass du weggehst. Oh, hinter mir ist die Turret. Mhm. Da ist die andere Turret. Oh, wie nett. Das ist wiederum nicht so nett. Okay. Erstmal die Turrets töten. An Munition, wenn sie die droppen, komme ich leider nicht ran. Aber ich krieg wenigstens Fomium. Auch wenn es nur 20 ist. Ist besser als nichts. Hm. Könnte ich auch mit was zappen, theoretisch, aber... das hat's jetzt vollgebracht. Okay. Ja, gib mir das Ding wieder. Du stirb einfach. So. 20 mehr Fomium. Da ist der Weg weiter. Ernsthaft. Moment mal. Okay. Wer hat den Unsichtbaren? Stirb. Ah.
Gott. Au. Au. So, du stirbst bitte und ich gehe weiter. Wieso könnte ich jetzt auch auf einmal unsichtbar sein? Das ist ja unfair. Au. Vor allem, ich verfehle sie. Aber er blutet jetzt, Gott sei Dank. Also ich verfehle sie mit der Fernkampfwaffe. Das Springen nervt mich. Oh, sie sind wirklich viel zu schnell, die Viecher. Ja, okay. Was? Okay, das war falsch. Das war auch nicht richtig. Da. Aha. Und zurück komme ich nicht mehr, oder wie? Das ist jetzt lame. Ach, Gott sei Dank, ich komme hier rein. So, damit bist du weg. Und ich kann mich um dich hier kümmern. Sag dir mal schön Leben ab. Einfach weil ich es kann. So. Au. Spuckerviech, verdammt. So, stirb einfach. Danke. Aha. Kisten und Conduits und Sackgasse, okay. Mhm.
Okay, wofür auch immer das. Gut sein soll. Ich kann die nicht da rausschieben, nö. Achso, hier ist auch noch einer im Weg. Ja, das bringt mir jetzt gar nichts, weil jetzt bin ich in der Ecke fixiert, genau. Oh. Ja, hiermit würde ich damit dann schießen. Mhm. So, habe ich jetzt hier frei? Ja, hier habe ich frei. Ist das jetzt die richtige Seite auch, die ich frei habe? Ja. Wow. Genau. Mach das. Und komm ruhig näher, dann sauge ich das Leben aus dir raus. Ein Helm. Also erstmal das. Meine Familien Rustiki und ein... Eigentlich ganz guter Helm, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das brauche gerade. Laura and I are getting so distant from each other. She takes no heed to my authority anymore. She initiates research projects behind my back, pressures her research team members, who in turn stop sticking to the safety protocols and accidents happen. Two operators have already died this month. One of them took a fumium jolt right through his body and the other one... God, what was left of her I can only describe as a wet meatloaf. As if something scrambled her into hash. Her notes were full of crazy things. Something about teleportation, the merging of realities. I had to report the accident to the Bureau. I can't understand how Laura could have changed so much. And Sophie? She just follows her wherever she goes, in silence. I see no joy, curiosity, or excitement in her face. I see fear. Sophie confides in me, but she sees me more as her peer, rather than as a father. Is my family really crumbling? How did it even happen? Is it my fault? Ja, höchstwahrscheinlich ist es deine Schuld. So, als nächstes können wir noch hier gucken und den Rustiki können wir hier unten benutzen. Ich glaube, das ist das nächste, was ich auch machen werde. Was ich nicht machen kann, weil ich nicht da lang kann. Okay. Das heißt, wenn, dann muss ich den Rückweg finden. Indem ich hier wieder alles verschiebe. Also ich muss wirklich alles nach hier drüben verschieben.
damit ich die Tür auf der anderen Seite aufkriege. Gut, das machen wir aber erst in der nächsten Aufnahmesession. Ich speichere hier erstmal und gehe zum Psychiater. Also, bis zum nächsten Mal.